So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Landtagspolitikmagazin der Thüringer Lokalsender. Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag, ist neben mir. Grund ist die April-Sitzung des Thüringer Landtages mit einer Fülle an interessanten Themen. Aber wir fragen nochmal selber, Kemmerich, was war denn in den letzten 3 Tagen aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Ich denke, bestimmend ist die Frage Untersuchungsausschuss, die Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Wir haben ja nun eine wochenlange Quälerei erlebt, der Landesregierung sich gegen den raumstehenden Vorwurf aus einem Rechnungshofsbericht zu erwehren, dass sie bei der Besetzung von Spitzenposten in den Thüringer Ministerien nicht den Gesetzen gefolgt sind, den Gesetzen, die vorschreibt, dass die sogenannte Bestenauswahl gemacht wird. Das schreibt Artikel 33 des Grundgesetzes vor. Wir haben diverse Versuche gesehen, wirklich Aufklärung zu erlangen in Ausschüssen, in einem Sonderplenum, letztens im Hufer. Und am Ende blieb uns nur eins, das schärfste Schwert der Demokratie, nämlich dass die Opposition die Regierung mit einem Untersuchungsausschuss kontrollieren kann. Der ist heute Morgen eingesetzt worden und wird in Zukunft seine Arbeit aufnehmen. Ging jetzt schneller als gedacht oder hat sie es dann doch nicht überrascht? Nein, es ging nicht schnell. Uns liegt daran, sehr schnell in die Arbeitsfähigkeit zu kommen des Ausschusses, weil wir müssen immer eins konstatieren. Es geht hier nicht um Verfehlungen außerhalb des Parlaments, um Untersuchungsausschuss zum Beispiel NSU, sehr wichtig und sehr intensiv zu prüfen. Aber jetzt geht es darum, dass die amtierende Regierung bei der Besetzung von Spitzenposten eben nicht das Gesetz beachtet hat. Und diese Regierung ist noch im Amt. Sie verbeamtet nach wie vor Personen, die in diesen Berichten vorkommen, wo zweifelhaft ist, ob sie nun tatsächlich nach Recht und Gesetz richtig eingestellt worden sind. Und der Chef dieser Regierung, Herr Ramelow, bewirbt sich um ein weiteres Amt. Und insofern müssen wir bis zur Wahl versuchen, Aufklärung, Licht in den Tunnel zu bekommen, was ist da nun tatsächlich passiert, damit wir den Vorwurf entweder härten oder den Vorwurf wegnehmen können, insbesondere der auf dem Thüringer Beamtentum lastet. Wird da die Bestenauslese gewahrt, sprich, sind die mit der besten Befähigung, mit der besten fachlichen Leistung damit betraut, neutral die Aufgaben des Freistaats zu erfüllen oder sind es tatsächlich Vetternwirtschaft? Der Vorwurf wirkt schwer und insofern bin ich froh, dass wir jetzt dort anfangen können zu arbeiten. Aber die rot-rot-grünen Fraktionen haben ja schon darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht die Prozedur nicht anders war als bei den Vorgängerregierungen. Ist die Ausweitung des Untersuchungszeitraums insofern korrekt? Also es gab zum 01.01.2015 eine Gesetzesänderung. Insofern ist das Verhalten anders zu bewerten und wir bewerten es jetzt für diese Regierung nach der neuen Gesetzeslage. Und was da so gerne vermischt wird, ist die Einstellung von Staatssekretären. Da mag das alles etwas politisch näher zu formulieren sein. Aber bei Spitzenbeamten, die ja auch die Amtszeit des Ministers und der Staatssekretäre überdauern, die ja ein Leben lang, die sind auf ihre Lebenszeit verbeamtet, da ist der Anspruch, und das normiert unser Grundgesetz aller, und das muss unser Anspruch sein, dass wir einen neutralen, bestfähigsten Apparat haben. Und das ist die zweite Etappe in diesem Rechnungshofsbericht, in meinen Augen auch die wichtigere, weil wie gesagt, da kann Schaden entstehen. Es ist zum Beispiel vorgeworfen worden, dass jemand ohne die nötigen Qualifikationen, also fast nur mit dem Abiturzeugnis, eine Stelle besetzt, wo man einen Hochschulabschluss mit sich führen muss. Das führt natürlich auch dazu, dass dieser Mensch ziemlich überbezahlt ist. Und das Delta pro Monat, also die 1.000 Euro, die er vielleicht mehr verdient, die schleppen wir über Jahre, Jahre bis zur Pension mit. Und das kann sich schon in mehrere Hunderttausend bis zur Million aufaddieren. Und das ist wäre ein großer Schaden für den Thüringer Steuerzahler. Und mit Recht vermute oder könnte, wenn sich das bestätigt, ist ein großer Untreueskandal zulasten des Thüringer Steuerzahlers. Und dann dem indirekten Vorwurf, das wäre eventuell schon Wahlkampfgetöse, da bleibt aus Ihrer Sicht nichts übrig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das aufklären. Denn der Vorwurf steht einmal in dem Raum. Und wir können jetzt nicht jede Handlung im demokratischen Wesen mit Wahlkampfgetöse umschreiben. Natürlich ist alles das Ringen um die Gunst der Bürger im nächsten Wahlgang. Das will ja keiner verheimlichen. Und deshalb will die Regierung gut auftreten und die Opposition eine gute Rolle spielen. Aber nochmals, wenn der Vorwurf derart massiv in der Welt ist, dann ist es unsere demokratische Pflicht, im Sinne der Bürger das aufzuklären. Und wenn es die amtierende Regierung ist und die sich um ein neues Mandat bewirbt, ist es noch umso wichtiger, das zu klären bis zur Wahl. Ich möchte es mal für unsere Zuschauer ein bisschen einfacher machen. Sie haben auf die Gesetzesänderung hingewiesen. Was besagt die denn aus Ihrer Sicht, die 2015 geschlossene? Nach § 3 der Thüringer Beamtenlaufbahngesetz ist es möglich, gewisse in der Nähe der Minister befindliche Positionen, Pressesprecher, persönlicher Referent, ohne Ausschreibung zu vergeben. Was doch aber nicht ersetzt wird, und das
gibt die Landesregierung auch zu, ist das Prinzip der besten Auslese doch gebrochen wird. Also man kann zwar sagen, ich mache das ohne Aufschreibung, aber diejenige muss trotzdem die beamtenlaufbahnrechtlichen Vorschriften erfüllen. Und das scheint dann eben nicht. Man hat dieses Einfallstor ohne Ausschreibung dazu genutzt, eben Leute mit nicht den ausreichenden Befähigungen in diese Position zu versetzen. Zumindest ist die Führung und der Nachweis, dass die Bestenauslese geführt worden ist, nicht vorhanden. Das räumt die Landesregierung auch ein. Man kann aber aus den Personalakten herauslesen, dass eben, wenn kein Hochschulzeugnis angegeben ist im Lebenslauf, dann wird schwerlich auch eins zu besorgen sein. Insofern ist der Vorwurf sehr hart. Es ist, wird auch Systematik unterstellt, weil es immer dasselbe Einfallstor war. Und wenn ich mit Verantwortlichen in anderen Bereichen Thüringens spreche, in Stadtverwaltungen, dann wird mir diese Praxis bestätigt. Dort sind Leute mit Parteibuch aus Funktionen in Stadtverwaltungen herausgeholt worden, zum Beispiel eine City-Managerin, und die ist heute Staatssekretärin. Und da muss man sich fragen, ist das wirklich ausreichend, um Staatssekretär ist der höchste Beamte in einer solchen Behörde, und da erwarten wir einfach den die beste Person. Und das muss auch der Thüringer fordern können. Und wie gesagt, wenn das umgangen werden ist, das ist eine schwerwiegende Verfehlung der amtierenden Regierung. Verantwortung für das Handeln der Regierung trägt am Ende der Boss, der Chef, und das ist Bodo Ramelow. Was ist denn aus Ihrer Sicht noch wichtig gewesen in den vergangenen 3 Tagen? Also wir haben, 2 Dinge sind mir noch wichtig. Wir haben viel über Energie diskutiert, weil das bewegt die Bevölkerung, und wir haben über die Grundsteuererklärungsfrage diskutiert. Ich fange mal bitte mit der Heizungsfrage an, die uns ja alle bewegt. Die ist ja eigentlich nicht in Thüringen angestoßen worden. Verantwortlich hierfür ist Robert Habeck, derjenige, der sich Wirtschaftsminister eigentlich nennt, aber auch die Energie zu verantworten hat. Das ist derjenige, der weiß, wenn keine Brötchen mehr gebacken werden, dann ist der Bäcker trotzdem nicht insolvent, und der ja auch gesagt hat, wenn in der Ukraine die Meiler laufen, dann ist das nicht so schlimm. Hauptsache wir schalten in Deutschland ab. Aber darauf geht es ja gar nicht. Also mit dem Verbot, mit dem Drohnenverbot, Heizungen weiter betreiben zu dürfen über den 1.1.24, hat er für viel Unruhe, ja fast Panik gesorgt. Und wir haben ja auch viele besorgte Anrufe, Telefonate, E-Mails, was auch immer bekommen von gerade Menschen auf dem Land, die sagen, wie soll das gehen? Ich habe mir vor 2-3 Jahren eine neue Gas- oder Ölheizung eingebaut. 50% aller Heizungen sind Gas, 25% aller Heizungen sind ölgetrieben. Also betroffen ist fast jeder. Und das sind immense Kosten, die auf einen zukommen, wenn ich diese Heizung nicht in ihrer Lebensdauer bis zu Ende betreiben kann und auch reparieren kann. Das haben jetzt auch unter Mithilfe der Freien Demokraten haben wir in Berlin ein bisschen entschärft, aber es ist ja trotzdem weiter noch Thema, wie gehen wir damit um. Und der Entwurf, der im Deutschen Bundestag liegt, ist immer noch viel, viel zu hart. Und darum ringen wir, auch unter Zuhilfenahme der Landesparlamente, Bundesrat spielt ja alles eine Rolle. Und ich glaube, es besteht fast große Einigkeit, zumindest auch zwischen FDP und SPD als Teile der Ampel, dass so wie Habeck sich das ausgedacht hat, dieser Habeck'sche Irrsinn kann so nicht funktionieren. Und dann streifen wir natürlich immer wieder die Frage, wie kann zukünftig Energiegewinnung oder Energieversorgung in Thüringen aussehen? Windkraft, ja, nein. Ich sage, Windkraft wird das Problem nicht lösen. Wir brauchen fossile Energieträger. Mobilität mit Verbrennern, nur Elektro, all das sind die Themen, die Leute bewegen. Ich muss mal kurz reinhaken. Ich meine, das ist ja ein Bundesthema. Das Land kann doch da auch relativ wenig tun, oder? Ja, es wird aber hier im Parlament diskutiert. Wir müssen der Debatte auch stellen. Aber es geht jetzt in dem Künft, also es kommt noch ein Tagesordnungspunkt. Da geht es zum Beispiel darauf, dass die Landesregierung sich vornimmt, bis 2040 allein aus erneuerbaren Energien die Energieversorgung in Thüringen sicherzustellen. Und wenn ich einen Physiker, wenn ich einen wirklichen Fachmann befrage und nicht einen Umweltminister, der aus der Schauspielkunst kommt, dann kriege ich da zu hören, das ist unmöglich. Weil wir haben einen dermaßen großen Primärenergiebedarf, der muss fossil betrieben werden. Es geht ja nicht nur um Strom. Selbst beim Strom haben wir nur 50% erneuerbare Energien. Es geht um den Gesamtenergiebedarf dieses Freistaates und der gesamten Republik. Und das ist Stand heute, Stand der Wissenschaft heute, nicht mit Erneuerbaren möglich. Wir können die weiter ausbauen, damit können wir den Einsatz fossiler Energien, insbesondere von Kohle, die wir jetzt vermehrt einsetzen nach dem Atomausstieg, können wir den fossilen Einsatz verringern, und das macht ja auch Sinn. Jede Emission, die nicht stattfindet, ist eine bessere. Aber das auf Null zu setzen oder durch Erneuerbare herstellen zu wollen, führt dazu, dass Thüringen am Ende deindustrialisiert wäre, wie ganz Deutschland. Und deshalb ist die Diskussion schon, die Leute bewegt es, auch wenn wir es in Thüringen in erster Linie nicht lösen können. Gut. Ein weiteres Thema ist, das Land belegt ist nach wie vor vor allem für die Kommunen die finanzielle Frage der Bewältigung der Flüchtlingsfrage, der aktuellen Situation. Wird ja auch gerade im Bundestag ausgiebig diskutiert. Wir haben mit dem Chef vom Gemeinde- und Städtebund Thüringens, Michael Brichzi, gesagt. Er hat gesagt, das Land kann sich nicht immer aus der Verantwortung nehmen. Es ist einfach wesentlich und wichtig,
hier mehr Unterstützung zu zeigen? Wie steht die FDP-Gruppe dazu? Ich muss Herrn Brichti vollkommen recht geben. Immer in der Momentaufnahme, wo man auch mit dem Städte- und Gemeindebund und den Kreistagen verhandelt hat, verändert sich ja jeden Tag die Situation. Und ich glaube, dass jede Stadt, jede Gemeinde, jeder Kreis alles tut, um diese Flüchtlingsfrage und die Folgen dessen in den Griff zu kriegen. Aber es zieht natürlich Folgen, also finanzielle Folgen nach sich. Es zieht natürlich auch Belastungen nach sich, die in den Verwaltungen aufgrund dieser Fragen sich gestalten. Und da lässt das der Freistaat tatsächlich die Gemeinden alleine, finanziell wie organisatorisch. Ja, sind gerade in den zentralen Gebieten Thürings, Erfurt, Weimar, Jena, sind wir überfordert mit der Wohnungssituation. Viele der zu uns Geflüchteten wollen auch nicht aufs platte Land. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, nach dem Motto, wir sitzen das mal aus und warten mal ab, was da passiert. Und das ist ja auch der Vorwurf, der mit Recht gemacht wird. Und ich habe genauso das Gespräch geführt mit dem Erfurter Oberbürgermeister, der von der SPD ist. Also das ist auch nichts Parteipolitisches, sondern es ist einfach nur der lautschallende Hilferuf, wir kriegen das so nicht mehr in den Griff. Das Murren der Bevölkerung, Turnhallen belegt, Situationen, die Überforderungen in den Kitas geben, Überforderungen in den Schulen geben. Ich höre nach wie vor Fälle, wo Menschen aus der Ukraine gerade Arbeit aufnehmen wollen, aber es nicht können, weil Sprachbarriere, also Sprache immer noch nicht gewährleistet ist, weil wir einfach immer noch bürokratisch feststecken. Das steckt dann wieder in den Ämtern der einzelnen Städte wieder fest. Also wir brauchen da wirklich mal eine konzertierte Aktion mit dem Willen, alle, die sich hier beteiligen wollen, auch mitarbeiten zu lassen und die finanziellen Folgen der Gemeinden, Städte und Kreise auf Null zu senken. Sie wollen ja kein Geld daran verdienen, aber sie können auch nicht mehr draufzahlen. Wir haben den Abschluss gehört mit dem öffentlichen Dienst. Da kommt auch nochmal eine große Kostenlawine auf die Städte und Gemeinden zu. Wir müssen einfach mal sehen, dass wir gerade an der kleinsten Nahtstelle, nämlich in der Gemeinde, dass da keine Not entsteht. Ich glaube, da ist das Land wirklich in Verantwortung, kann sich rausstellen. Letzte Frage, ein Viertel, besser gesagt, 4 Monate sind um, ein Drittel des Jahres ist um, Dritteljahresbilanz für den Thüringer Landtag und die Ergebnisse aus Sicht der FDP-Gruppe im Landtag. Ja, wir sprachen das letzte Thema an, Flüchtlinge. Ich befürchte mal, dass aufgrund, das merkt man auch an der Stimmung, das ist nicht nur ein Ausfluss der Mehrheitsverhältnisse, sondern es ist auch in meinen Augen das relativ sture Beharren der links geführten Regierung, also aus der Linken, den Grünen und der SPD, ich wollte schon PDS oder ähnliches sagen, alleinig zu glauben, dass sie wissen, was gut für den Freistaat ist. Es ist nicht die Frage, dass man über neutrale Ideen, was bringt uns voran. Wir haben immer wieder das Feld Bildungspolitik. Es fällt nach wie vor zu viel Bildungs- oder Schule aus, dass wir uns nicht der einfach neutralen, vernünftigen Lösung annähern können, sondern dass immer Ideologie eine Rolle spielt. Wir als Freie Demokraten wollen zum Beispiel nur, dass Schule stattfindet. Wir wollen, dass die Wirtschaft befreit ist von Bürokratismus. Vergaberecht ist eine große Frage. Wir haben Konjunktureinbruch. Wir brauchen einen einfachen Zugang der Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen, zu überhaupt Aufträgen. Und es kommt jeden Tag eine neue Vorschrift auf einen zu. Mir selber ist jetzt, aber auch so was Bürokratisches, meine Tochter ist 18 geworden. Bis jetzt musste man einfach nur nachweisen, dass sie weiter zur Schule geht. Jetzt kriege ich von der Familienkasse gesehen, neues Gesetz. Ich muss einen komplett neuen Antrag stellen. Das hält alle nur wieder auf. Die Gemeinden und die Amtsstuben sind überfordert mit den Wohngeldanträgen, sind überfordert die Finanzämter mit den Grundsteuermessbescheiden und deren Einsprüchen. Also auch da mal Sachverstand ans Board holen. Und da ist der Thüringer Landtag natürlich aufgefordert, mehrheitlich vernünftige Entscheidungen auch schnell zu treffen, die Probleme der Bürger aufnehmen. Und zwar lieber gestern als morgen. Ja. Thomas Kemmerich, Chef der Gruppe der FDP im Thüringer Landtag. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.